Sie kochen, putzen, pflegen. Gemeint sind die sogenannten Badanti, Pflegekräfte aus dem Ausland, die hierzulande Menschen in ihrem Zuhause betreuen. So werden sie eine Zeit lang Teil der Familie und wissen doch nicht, wann sie diese wieder verlassen müssen. Quando arrivi, non conosci nessuno, non conosci la lingua, non conosci la cultura di un paese. Sei proprio come buttata sulla luna. E tutto intorno a te ti fa stare sempre in ansia. Die Universitätsprofessorin Annemarie Profanto beschäftigt sich seit Jahren mit dem Phänomen der Badanti. Dafür hat sie Pflegerinnen aus verschiedenen Herkunftsländern interviewt. Für Profanta ist diese Art der Pendlermigration Ausdruck eines gesellschaftspolitischen Wandels. Im privaten Bereich wird hier eine Antwort gefunden auf Probleme, die aus dem demografischen Wandel erwachsen, aus der Veränderung der Gesellschaft, aus der Veränderung der traditionellen Rolle der Frau und der Familie und aus der Krise auch des Wohlfahrtsstaates. Das heißt, Familien, die sich aber in der aktuellen Situation befinden, dass ein Familienmitglied pflegebedürftig ist, haben raschen Handlungsbedarf. Die Suche nach Verdienstmöglichkeiten mit dem Ziel, möglichst hohe Rücküberweisungen ins Heimatland zu tätigen für die Familienangehörigen, die dort zurückgeblieben sind. Sie sehen keinen anderen Ausweg, oft außer die Emigration. Mit dieser Emigration bekommen sie aber auch im Herkunftsland eine völlig neue Rolle, denn sie sind es nun, die die Hauptverdiener sind. Die Rumänin Ileana Olari kennt Migration und ihre Licht- und Schattenseiten seit vielen Jahren. Zuerst arbeitete sie 10 Jahre lang in Spanien als Abspülerin und Putzfrau. Seit 3 Jahren ist sie in Südtirol. Dopo la rivoluzione, c'è stata una rivoluzione da noi, no? Tutti i lavori si sono sciolti. Nelle fabbriche dappertutto non si trovava niente da lavorare. Allora io ho perso il lavoro. Io lavoravo nella stessa ditta con il mio marito. Abbiamo perso il lavoro tutti e due. Geboren und aufgewachsen in Rumänien, stellte sich plötzlich das Leben von Ileana, ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn auf den Kopf. Kreativität und Flexibilität waren gefragt. Abbiamo accumulato dei debiti che non possiamo fare se non lavori, certo che non ce la fai. Così nel 2000 abbiamo pensato proprio che uno di noi deve uscire fuori perché non ce la facciamo più e abbiamo deciso di vendere l'appartamento, che abbiamo una casa, un appartamento con 2 stanze, l'abbiamo venduto, abbiamo preso uno più piccolo con 1 stanza e con la differenza mio marito ha pagato la mafia per prendere un visado e andare fuori a lavorare. Pagavamo 1000 euro o 1500 euro soldi nelle condizioni in quale lavoravi un mese intero da noi per, non lo so, 100 euro. Allora dovevi lavorare 1 anno e mezzo per guadagnare 1500 euro, ma non li potevi accumulare perché mangiavi, pagavi, non ci avevi mai, se non avevi qualche cosa da vendere. Die eigene Wohnung zu verkaufen, um über ein illegales Netzwerk in ein europäisches Wohlstandsland zu kommen, gehört für Annemarie Profanto zu den klassischen Lebensgeschichten einer Badante. Für das Überleben wird alles auf eine Karte gesetzt. Sie agieren also in diesem Grenzbereich zwischen Legalität und Illegalität, bleiben oft unsichtbar, obwohl 2,4 Millionen italienische Familien, also 10% der italienischen Familien auf die Unterstützung durch eine Badante angewiesen sind. Die emotionalen Kosten, die Badanti auf sich nehmen für diese Emigration, für die Verwirklichung eines Lebens in der Fremde, sind schon sehr, sehr hoch. La mia nonna che mi ha cresciuto, la mia nonna. Mi manca tanto. Questo. La mia nonna che è vecchia e chissà quanto vive ancora e io sono qua, sempre quando vado, lei sempre mi dice, guarda, mi vedi per la ultima volta. So wie viele andere Frauen sieht Geta ihre Arbeit als Badante nur als Übergangszeit, um so bald wie möglich ihren Traum vom Familienleben in der Heimat verwirklichen zu können.
Das Migrationsprojekt, das am Anfang für eine kurze Zeit angelegt ist, ist natürlich eine Utopie. Viele Frauen in den Interviews haben gesagt, an eine kann ich mich ganz im Speziellen erinnern, die gesagt hat, io sono venuta per sei mesi, adesso sono già qua sei anni. Und im Grunde keine Aussicht auf eine Rückkehr, weil es keine Verdienstmöglichkeiten in dem Land gibt, aus dem sie kommt. Auch Ileana hat sich inzwischen gut organisiert. Sie teilt sich die Arbeitsstelle mit ihrer Schwester Maria. Abwechselnd bleiben sie, je drei Monate, am gemeinsamen Arbeitsplatz. Per dire la verità, c'è un po' difficile, ma non puoi avere tutto in questa vita. Stare dentro la famiglia e avere anche i soldi, però da noi non è possibile avere questi soldi. Io preferirei stare a casa con i miei suoceri, ma io stare con loro a casa e guardarli. Loro non hanno soldi, io non ho soldi. Allora cosa fare? Piangere tutti insieme, magari così li metto da parte un soldino per loro. Die Freuden des Augenblicks genießen, im Hier und Jetzt, zwischen hier und dort und doch immer den eigenen Traum vor Augen. So versuchen die meisten Badanti, ihr Leben zu meistern. Das erfordert Mut, Zuversicht und vor allem Flexibilität.